Hallo, ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie eure Pflanzen sich wohler fühlen. Und das Einfachste ist wahrscheinlich das Gießen. Zumindest denken wir das, dass es das Einfachste ist, aber beim Gießen kann man eine ganze Menge falsch machen. Und warum das so ist, das erzähle ich euch jetzt. Ihr seht hier vorne eine Grünlilie in einem Übertopf. Und in dem Übertopf ist auch noch ein zweiter Topf. Das ist der sogenannte Pflanztopf. Der kann aus Kunststoff sein, der kann aus Ton sein. Wichtig ist, dass der Pflanztopf an der Unterseite Löcher hat. Der Übertopf ist unten dicht, sodass, wenn gegossen wird, das Wasser zwar durch die Löcher des Pflanztopfes auslaufen kann, nicht aber durch die Löcher des Übertopfes. Der hat nämlich gar keine. Ansonsten wird das Wasser auf die Fensterbank laufen und das möchten wir ja nicht. Um das Ganze noch etwas zu verdeutlichen, seht ihr es hier nochmal mit einem leeren Topf. Da seht ihr, an der Unterseite befinden sich Löcher und gar nicht mal so wenige und kleine, sondern ne, ganz große. Und daran seht ihr auch, wie wichtig das für eine Pflanze ist, dass das Wasser rauslaufen kann. Sollte das Wasser nicht rauslaufen können, manche Leute machen das zum Beispiel, indem sie direkt in einen Übertopf pflanzen. Dann gibt es hier unten Staunässe. Staunässe bedeutet, dass die Wurzeln zu wenig Sauerstoff haben. Man könnte sagen, ja, Wurzeln, die brauchen doch Wasser. Ja, stimmt, aber Wurzeln brauchen auch Sauerstoff. Wenn sie nicht atmen können, werden sie faulen. Wenn sie faulen, werden sie absterben. Und wenn die Wurzeln sterben, stirbt die ganze Pflanze. Und viele Leute machen es so, dass sie, wenn sie in den Urlaub fahren, denken, jetzt bin ich 2 Wochen im Süden und meine Pflanzen müssen so lange auskommen und dann wird mal ordentlich gegossen. Und dann steht das Wasser vielleicht 2 Finger hoch unten im Topf, zieht aber wegen der sogenannten Kapillarität hoch, sodass die Hälfte oder 2 Drittel des Wurzelballens zu wenig Luft, zu wenig Sauerstoff haben. Dann sterben diese Wurzeln ab. Und wenn ihr aus dem Urlaub zurückkommt, riecht es nach faulen Eiern. Deswegen eher weniger gießen. Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass die meisten Pflanzen nicht vertrocknen, sondern ersticken. Man kann auch sagen, ertrinken. Was ihr allerdings machen könnt mit Wasser, das seht ihr hier an einem Beispiel. Die Grünlilie, so heißt diese Pflanze, macht ganz gerne Ausläufer. Ich habe mal einen abgetrennt, um ihn euch besser zeigen zu können. Und an diesem Ausläufer befindet sich schon eine Jungpflanze und Ansätze von Wurzeln. Diese lassen sich dann abtrennen. Und die könnt ihr dann in ein ganz herkömmliches Glas mit Wasser stellen. Und die werden dann in 2, 3 Wochen so viele Wurzeln machen, dass ihr sie umtopfen könnt. Achtet also bitte darauf, das ist das Wichtigste. Benutzt immer einen Pflanztopf unten mit Löchern und einen Übertopf, in den ihr dann den Pflanztopf stellt. Wir Gärtner sprechen auch von einer sogenannten Drainage. Drainage ist die Fähigkeit des Bodens, das Wasser abzuleiten, damit es sich nicht staut. Weitere Pflanzen, die sich auf der Südseite ganz wohl fühlen, das sind die Kakteen. Diesen Kaktus, den kennt ihr vielleicht, das ist der Feigenkaktus, den ihr auch am Mittelmeer häufig seht. Der produziert im Herbst sehr wohlschmeckende Früchte. Ein anderer Kaktus, das ist das, was ihr im Vordergrund seht, dieses Pflänzchen hier, der sanft, der ist lieb, der tut mir nichts, der piekst nicht. Pieksig ist allerdings diese Pflanze hier und auch ihre Verwandte direkt daneben. Sieht vielleicht aus wie ein Kaktus, ist aber keiner. Das sind beides Wolfsmilchgewächse. Und die haben sich angepasst an viel Licht und wenig Wasser. Man sieht, bei diesem hier wird das Wasser im Stamm gespeichert, deswegen ist er so dick. Das hat er mit dem Kaktus gemeinsam, obwohl sie nicht miteinander verwandt sind. Und bei dieser Pflanze hier, den ihr vielleicht auch unter dem Namen Christusdorn kennt, ist es so, er produziert zwar noch Blätter, die wirft er aber ab, wenn kein Wasser mehr da ist. Und das nennen wir eben hier bei uns Sommergrün. Und wie oft muss ich die jetzt gießen?
Und gegossen werden müssen diese Pflanzen ungefähr alle 2 Wochen. Im Winter weniger. Im Winter reicht es aus, wenn diese Pflanzen einmal im Monat gegossen werden, aber auf gar keinen Fall häufiger als einmal in der Woche. Weil dann haben wir das, was ich vorhin sagte, dann haben wir Staunässe und da sind Kakteen und andere Sukkulenten sehr empfindlich. Da faulen die Wurzeln, die sterben ab und dann wundert man sich, warum welkt denn meine Pflanze, gießt eventuell noch mehr und gibt ihr damit dann den Gnadenstoß und das war's. Und das wollen wir nicht. Eine andere Sache ist das mit der Blattphase. Es gibt Sträucher, die behalten ihr Laub das ganze Jahr, so wie dieser Gelbbaum hier, auch Silberling genannt. Der hat den Namen daher, weil die Blätter, wenn sie ganz sauber sind, ein bisschen glänzen bei Sonnenschein. Jetzt haben wir gerade keine Sonne, deswegen heißt er auch Gelbbaum. Der Gelbbaum hat einen dicken Stamm, in dem er auch Wasser speichern kann und die Blätter sind auch dick, um eben auch Wasser zu speichern und das nennen wir Sukkulent. Und diese Blätter sind immer grün, das heißt, sie sind das ganze Jahr über an diesem Strauch. Bei diesem Baum hier ist das was anders. Der hat im Herbst die Blätter abgeworfen und ist jetzt gerade dabei, neue Blätter zu produzieren. Die Frage, wie oft muss ich denn den gießen, kann ich damit beantworten, nach Bedarf. Das heißt, im Sommer muss ich den häufig gießen, im Winter gar nicht. Im Winter sollte der Ballen nicht ganz austrocknen, aber auf gar keinen Fall zu häufig gießen. Dann wird nämlich die Winterruhe gestört, es werden Blätter produziert, die aber im Winter nicht genügend Licht bekommen und dann stirbt die Pflanze.